Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Im letzten Part habe ich ja gesagt, hier wird jetzt bestimmt die Tür aufgehen. Wir gucken. Nee, die Stiefel. Hallo. Geht doch. Ja, sage ich doch. Tür geht auf. Wir gehen hoffentlich schnell rein. Jo, passt. Und wir werden natürlich gleich mal angegriffen. Aber alles noch ganz easy. Was machst du? Also, okay. Wir müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen, ne? Was macht ihr? Aha. Gut, 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 gut. Aber wir könnten mal wieder speichern. Moment. Ja, jetzt seht ihr, wann ich gespielt habe, wann ich gespeichert habe und. Ach, gehen wir unten drauf. Da seht ihr manchmal, wie lange ich das schon im Voraus aufgenommen habe. Was? Ja. Damit ich auch für euch immer genug Videomaterial habe. So. Da können wir auf jeden Fall hoch. Hier können wir noch gar nichts machen. Dann gehen wir wohl hier hoch. Zack. Ja, ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich vorher schon die Spiele teilweise aufnehme. Jedenfalls, wenn es jetzt Retro-Spiele sind, gut, oder wenn ich jetzt halt gerade so einen Run habe und gerade voll dabei bin, dann nehme ich das halt erstmal vorher ein bisschen länger auf. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum dann manchmal trotzdem so lange kein... Ja, geil. Trotzdem so lange keine Videos kommen, das liegt einfach daran, dass es mit den Aufnehmen ja noch nicht ganz getan ist. Also ich muss das Zeug ja auch noch alles schneiden, ich muss das rendern, ich muss das hochladen, ich muss Beschreibungen schreiben, ich muss Thumbnails erstellen und so weiter. Das Schöne ist, inzwischen, da ich jetzt eine neue Internetleitung habe, habe ich jetzt nicht mehr das Problem, dass ich jetzt hier gezwungen bin, ein paar Stunden zu sitzen, während das hochlädt, was teilweise mein Computer dann auch langsamer macht, zum Beispiel beim Rendern oder auch andersrum, wenn ich jetzt render, dann dauert das Hochladen komischerweise länger. Ganz komisch. Komme ich hier rein? Habe ich einen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Hä? Ja. Und jetzt? Tor ist offen, ich brauche einen Schlüssel. Hm. Irgendwo muss noch ein Schlüssel sein, den ich noch nicht habe. Ist das die Truhe unter Wasser gewesen? Kann nicht sein, oder? Ja. Wir gucken aber mal. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Also hier oben war nichts weiter. Nee. Ja, auf jeden Fall ist das schön jetzt mit der neuen Leitung, dass das nicht mehr so lange dauert, bis jetzt die Sachen hochgeladen sind. Tap, 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 tap. Bitte, bitte lass dir den Schlüssel drin sein. Jo, sehr schön. Ja, es dauert auf jeden Fall nicht mehr so lange, das ist schon mal ein Vorteil, aber trotzdem muss ich ja Zeit finden, um das andere alles machen zu können. So, hier hochkrabbeln will ich nicht, ich glaube, das Ding kann ich auch abschießen, oder? Versuchen wir das mal. So. Müsste eigentlich passen. Passt natürlich nicht. Schön. Schön, schön, schön. Dann geht's wieder hier rüber. Und hier runter. Ja, und ich hatte in ein paar Parts, hatte ich schon erwähnt, dass ich die Retro-Spiele, dass ich die erst durchspielen werde. Zack. Dass ich die erst durchspielen werde und dann hochladen, damit ich da echt nicht in Schwulitäten komme. Ich werde das dann wirklich so, ich werde das Spiel durchspielen, werde soweit alles rendern, soweit es möglich ist, oder beziehungsweise schon die Hälfte rendern, die Hälfte schon hochladen und soweit vorbereiten, dass ich dann einfach nur noch auf Aktivieren drücken muss.
damit das dann alles passt und einen gewissen Abstand hat. Denn mir ist es aufgefallen, einige Sachen, die ich jetzt so angefangen habe zu zocken, dass die halt... Das war knapp. Dass ich da halt echt lange Zeit dazwischen habe. Deswegen habe ich ein paar Spiele inzwischen nochmal neu hochgeladen. Also gelöscht und dann nochmal neu hochgeladen. Damit es dann hintereinander hochgeladen ist. Das finde ich dann schon ein bisschen besser, als wenn dann halt bisher Zwischenzeit ist. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das fand ich... Also da kann ich mich noch dran erinnern. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da saß ich bei einer Ex-Freundin damals, habe das durchgespielt. Sie war gerade auf Arbeit und... Ich habe das immer frühst dann gezockt, beziehungsweise abends gezockt, auch wenn sie jetzt feiern gegangen ist, weil da hatte ich irgendwie keinen Bock auf feiern. Und da habe ich nochmal Twilight Princess durchgezockt auf dem GameCube. Ach, das war cool. Das war irgendwie, kann ich mich dran erinnern, das war cool. Gibt ja so manche Sachen im Leben, wo man sich dann wirklich noch länger dran erinnern kann. Komme ich da schon irgendwie rüber? So, nee, hier ist nichts. Ja. Aha. Na gut, wenn es eine Truhe gefunden. Wie ging denn das hier weiter? Ein Schlüssel. So, du lässt mich bitte in Ruhe. Ja. Da ist eine Tür. Was gibt's hier unten noch? Es ist sowieso irgendwie komisch. Mit jeder Ex-Freundin verbinde ich irgendein Spiel. Das ist seltsam. Aber es ist immer nur mit Ex-Freundinnen so. Während ich mit der zusammen bin, oder auch jetzt mit meiner jetzigen Freundin, komischerweise würde mir jetzt keins einfallen. Ich muss mich wahrscheinlich mal kurz trennen. So. Oh Gott, ist ja saugefährlich hier. Okay, ich gehe wohl erstmal runter. Das scheint mir der sicherste Weg zu sein. Gibt's hier was? Nein. Hallo? Hier ist auch nichts. Ups, so war das nicht geplant. Na, schöne Sache. Komm schon. So, aber jetzt. Was ist hier? Ach so, ja, stimmt. Okay, ich weiß es wieder, aber ich will erstmal da hinten in die Ecke. Ich will mal gucken. Das kommt mir so komisch vor. Oh, schöne Wassereffekte. Fische. Alles toll. Gibt's hier was? Gibt's hier irgendwas? Nee. Schade, hier hätte ich mir irgendwas gewünscht. Irgendwas Verstecktes oder so. Ja, jetzt müssen wir balancieren. Mal gucken. Mal gucken. Ja, ich wollte die ganze Zeit noch sagen, Need for Speed, Most Wanted, das verbinde ich zum Beispiel auch mit einer meiner Ex-Freundinnen. Denn das habe ich immer gezockt, sie hat das auch gezockt, ist aber auch ein geiles Spiel, kann ich euch definitiv empfehlen. Es ist noch mal etwas komisch, finde ich, also es fühlt sich echt verdammt seltsam an, wenn ich das Spiel mal wieder zocke, weil ich es halt irgendwie damit verbinde. Zack. Komm, dreh dich. Das ist auch mit manchen Serien ist das der Fall oder mit manchen Filmen und so weiter. Das ist dann immer komisch. Ernsthaft. Naja. Gut, es ist Vergangenheit und somit ist das Ding durch. Und das hier ist jetzt gerade aktuell. Mal gucken, was er von uns möchte. Ich gucke mir den erstmal an, was er für Probleme hat.
Er sieht etwas abgemagert aus. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ibizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. So, dann haben wir das nächste Schlüsselfragment. Ach, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. So, ja, dann haben wir jetzt noch einen Wächter vor uns. Ja. Und eine Truhe. 10 Rubine. Und was haben wir noch? Tipp. Sieht gerade voll behindert aus. Da. Sehr schön. Haben wir das auch schon? Da haben wir diesen Tempel ja auch schon zu mehr als die Hälfte der Hälfte geschafft. Die Hälfte? Ja, die Hälfte haben wir geschafft. So, jetzt müssen wir hier rüber. Mal sehen, was es da jetzt so Schönes gibt. Ja, was kann ich noch sagen? Nur, dass mich das Spiel immer noch nicht wirklich flasht. Was daran liegt, dass ich halt das Original kenne und zur Genüge gespielt habe und in der HD Edition es bis jetzt nichts gibt, wo ich sage, wow, das ist ja mal übelst geil. Da ist ja echt was passiert. Das ist leider nicht so. Finde ich sehr schade. Finde ich echt schade, man hätte hier echt was machen können. Was ich mir ja schon seit Ewigkeiten wünsche, eigentlich seit Twilight Princess raus ist, oder na gut, ein paar Jahre nachdem Twilight Princess rauskam, Ocarina of Time nochmal zu machen, und zwar auf der Engine, die Twilight Princess benutzt. Also in der Grafik von Twilight Princess nichts dran verändern, bitte tut das nicht, sondern einfach nur umsetzen in der Grafik hier. Oder noch geiler, jetzt, wo sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben, einfach Ocarina of Time nochmal in der Grafik von den neuen Zelda machen. Was dann für die Wii U erscheint, das wäre der absolute Hammer. Oh oh. Oh oh. What? Das will nicht. Wenn ich mich dran erinnere, Ocarina of Time war ja das erste Zelda, was ich so richtig wahrgenommen habe. Wo ich das erste Mal den ersten großen Endgegner gegenüberstand, das war der Spinne, wo das Tor hinter mir zuging. Das war so der Hammer. Das war so krank. So. Ich überlege gerade, ob ich weiß, was hier war, aber ich glaube, mir fällt es nicht ein. Na gut, dann mal gucken. Oh, ein Mensch. War der jetzt schon? War der nicht zum Schluss? Das war das. Na gut, ich will jetzt nicht spoilern. Ich sage jetzt nicht, was ich im Kopf habe. Obwohl, es ist Twilight Princess. War es nicht so ein Riesenvieh? Also eher in Flammen oder so? Und das meine ich, bei Ocarina of Time weiß ich noch jeden Endgegner und Zwischengegner. Hier wird es dann schon etwas schwieriger, obwohl ich das auch häufig gespielt habe. Na gut. Oh, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an diesem Ort? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemand an den Schatz. Ich weiß zum Glück, was ich tun muss. Glaube ich. Eigentlich glaube ich es zu wissen.
Na doch, es ist richtig. So, und er springt dann irgendwann und dann muss ich aufpassen mit meinen Schuhen, dass ich die dann habe. Na komm. Kleiner, komm. Das kriegen wir da wohin. Na, hol mal aus. Komm. Wow, wow, wow. Ja. So war das. Alles klar. Ich weiß es wieder. Aber hier weiß ich nicht. Ja, ich bin so doof. So. Komm nochmal her. So. Schuhe an. Und ihn schnappen. Ja, ja, hat geklappt. Gut, alles klar, so war das. Alles gut. Jetzt muss ich, glaube, wieder... Springt er jetzt nicht? Springt er? Springt er? Nee. Also der war relativ einfach. Wenn ihr wisst, was ihr machen müsst, dann ist der echt wahnsinnig einfach. Und ihr seht es ja gerade. Ich muss jetzt nur schnell wieder die Schuhe anziehen. Dann schnappe ich mir... Schmeißen wieder in die Lava und das mache ich dreimal und dann hat sich die Sache. Es erinnert mich gerade an König Pop von Mario 64. Apropos, habt ihr schon Freeze Me gezockt? Das soll ja wie Mario 64 sein. Ich weiß nicht, wann ich das hier jetzt hochlade, aber das, während ich das hier aufnehme, das ist jetzt gerade die Woche, wo das erscheinen soll im eShop. Und deswegen weiß ich eigentlich noch gar nichts darüber. Okay, so geht's jedenfalls nicht. Shit. Oh. Oh nein, das krieg ich nicht hin. Weg, 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 weg. Warum? Hä? Ich hatte ihn. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Okay. Was für ein Scheiß. Warum? War fucking rum. Also das ist jetzt echt zum Kotzen. Aber egal, gut. Den kriegen wir in dem Part auf jeden Fall noch klein. Das schaffen wir. Dann kriegen wir auch unsere Wunderwaffe. So, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Und ich muss bei jedem Gegner mal sterben. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe ihn gegriffen. Ich gucke jetzt nochmal ein Video. Ich habe ihn gegriffen, aber irgendwie ist er dann doch durchgebrochen. Und nein, ich habe nicht irgendwas Falsches gedrückt oder so. Ich habe ihn gehabt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Also, das Ganze nochmal bitte. Ja, auf jeden Fall. Die Woche soll es erscheinen, das Freeze Me. Und es soll ja... wie Mario 64 sein. Bin ich gespannt. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es mir unbedingt hole. So, und zack. Oh, lauf. 1, 2, 3, 4. Das war knapp. Ich stehe echt zu nah am Rand, würde ich sagen. Zwei, drei, vier. Und auf Wiedersehen. So, den haben wir und da werden wir jetzt gleich wieder eine Geschichte hören. Da ist gerade was abgesplittert. Mist, da denkt man, ist ja nur ein Mensch. Und dann? Willst du etwa zu unserem Oberhaupt?
Ach so, ah, doch, doch, doch. Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unseren Oberhaupt helfen wirst. Hatte ich doch recht. Ich dachte nämlich jetzt, das ist das Oberhaupt, aber... Stimmt, da habe ich mich damals aufgeregt, dass das Oberhaupt so riesengroß ist. Das war irgendwie Quatsch. So, mein Gutster. Sagst du noch was? Mit deinen Fähigkeiten kannst du vielleicht sogar unser Oberhaupt zur Vernunft bringen. Obwohl das sicher nicht leicht wird. Nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten und hilf unserem Oberhaupt. Jo, werde ich tun. Ich werde es versuchen auf jeden Fall. Komm ich von da? Oder komm ich von da? Nee, halt. Hier muss ich hin. Und mir die Waffe krallen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. So, du bist schon mal erledigt. Schön, mein blauer Rubin ist weg. So ein Mist. Ach so, Pfeile. Pfeile und Bogen, oder? Pfeile und Bogen? Ja. Pfeil und Bogen, den haben wir bekommen. Sehr, sehr schön. Jetzt wird alles ein wenig leichter, weil mit der Schleuder, das ist ja nicht so praktisch. Da muss ich auch sagen, fand ich in Ocarina of Time so geil. Du hattest im Prinzip die gleichen Waffen als Kind und als... Kommst du her? Und als Erwachsener. Aber halt als... Ja, schönen Dank auch. Was für ein Scheiß. Aber halt als Erwachsener hattest du... das Erwachsene. Davon. Also im Endeffekt, als Kind hattest du die Schleuder und als Erwachsener hattest du dann Pfeil und Bogen. Das fand ich echt cool. Das hat mir sehr, sehr gefallen. So, zack. Wunderbar. So, ich würde aber sagen, bevor es jetzt hier großartig weitergeht, mache ich hier eine Pause. Weil ich... Tja, fehlt noch das Schlüsselfragment von einem der Ältesten. Also beeil dich, es zu finden. Jo, lass mich in Ruhe, ich drück mal lieber Pause. Ja, also hier sind wir jetzt erstmal fertig, weil ich habe gerade wieder auf die Uhr geguckt. Passt von der Zeit her, finde ich ganz cool. Und deswegen, ich werde zwar jetzt weiterspielen gleich, aber da würde ich sagen, machen wir den Part hier zu Ende. Denn ich hatte das letzte Mal echt das Problem, dass eine ganze Menge Material verschwunden war, weil es irgendwie nicht richtig aufgenommen hat. Und deswegen bin ich mir gerade echt unsicher und mache lieber immer so nach jedem Part, also so immer so nach 20 Minuten. Wenn ich das Gefühl habe, dass 20 Minuten rum sind, gucke ich so auf die Uhr. Bei dem Spielen kriegt man das gar nicht so mit. Und wenn es dann hinhaut, dann mache ich eine Verabschiedung. Ich habe Anfang des Projekts gesagt, dass ich hier selten eine Verabschiedung machen werde. Und ja, so bleibt es eigentlich auch. Obwohl es mir gerade so vorkommt, als ob es häufig eine Verabschiedung gibt. Aber ich mache ja relativ selten eine Verabschiedung und dann halt auch eine Begrüßung relativ selten, dass ihr euch dann nicht wundern sollt, weil ich das Spiel im Prinzip durchspiele und jetzt nicht unbedingt auf die Uhr gucke. Aber nach dem Vorfall, ich will mal gucken, vielleicht war das auch nur kurzzeitig, weil mein Rechner war auch ziemlich voll, ich hatte kaum Speicherplatz. Das habe ich inzwischen geändert, vielleicht funktioniert es jetzt wieder, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Gut, danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja schon, habe ich aber jetzt glaube ich länger nicht gesagt. Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt oder nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Übrigens, gut, das werden jetzt nicht viele sehen, aber danke, danke, danke. Ich habe 90 Abonnenten, finde ich so geil. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das ja aufnehme. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Vielleicht bin ich dann bei 100 angekommen und mal sehen, ob ich bei 100 irgendwas Besonderes mache, weiß ich noch nicht. Aber da werden wir vielleicht im nächsten Part nochmal drüber reden, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, das war's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann, macht's gut.